Hallo liebe Zuschauer, ich möchte euch erstmal zeigen, wie ich mich gerade fühle. Ja, genau so. Ich fühle mich aber nicht wie das Lama, sondern eher wie der Typ, der so massiv angespuckt wurde. Ich sollte das vielleicht nicht so persönlich nehmen. Mir wurde ja nicht direkt ins Gesicht gespuckt. Aber wenn ein Professor darüber redet, dass Bluthochdruck gut für den Menschen sein sollte, dann fühlt es sich für den Mediziner genauso an. Ärzte lagen falsch, warum hoher Blutdruck gut für dich ist. Professor deckt auf. Und ich weiß, Bluthochdruck ist nicht so spannend wie der letzten Lügen vom Gebüschmann, aber gib bitte der Sache eine Chance. Es betrifft dich mit hoher Wahrscheinlichkeit viel mehr als irgendwas anderes. Statistisch gesehen hat jeder dritte von euch Bluthochdruck. Und ich wette, dass nicht jeder von euch weiß, dass Bluthochdruck der entscheidende Faktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, was wiederum für die meisten Todesfälle verantwortlich ist. Ich höre aber schon komische Stimmen in meinem Kopf. Ja, wenn es so eine Bluthochdruck ist schlimme eine Sache, Krankheit wäre, man merkt warum es ja wird nicht nicht die und man Ursache kann mit behandelt? der Wert jetzt Ich 120, glaube, man nahm die Tabletten 160. 20 Jahre lang. Lasst uns mal erstmal anhören, worum es genau in diesem Video geht. Also kann man sagen, Bluthochdruck ist ein Schutzmechanismus oder ein Überlebensmechanismus des Körpers. Das ist ein super intelligenter Mechanismus. Das ist ein Anspruch des Körpers. Das darf man nicht unterdrücken. Wenn man den Blutdruck findet, das sei gefährlich, dann muss man die Ursache finden, nämlich diese Sunzhaftigkeit des Gewebes, die Übereiweißung, die Übersäuerung, die Verengung der Kapillaren. Das muss man angehen. Und dann braucht der Körper einen hohen Druck nicht mehr. Das ist sozusagen der Vorspann. Ich lasse es erstmal unkommentiert, macht euch dennoch keine Sorgen, ich habe einiges dazu zu sagen. Ich möchte aber zuerst angucken, wer diese Menschen überhaupt sind. Sören Schumann, der Host, ist Sportwissenschaftler, ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater und Autor. Schwerpunkte seines ganzheitlichen und ursachenorientierten Ansatzes sind heilkräftige Ernährung, orthomolekulare Medizin, Wildkräuterkunde, Darmsanierung sowie Fasten- und Entgiftungskuren. Besonders am Herzen liegen ihm die Themen Hautgesundheit, Immunsystem, Entgiftung und natürliche Behandlung chronischer Infektionen. Er ist außerdem Moderator des Chronischen Infektionenkongress, des Parasitenkongress. Parasitenkongress? Was um Himmels Namen sollte das denn sein? Ich habe mich schnell registriert und bald eine E-Mail bekommen. Das wäre an und für sich ein eigenes Video wert. Diese Seite wirbt damit, dass sie evidenzbasierte Inhalte anbieten würden, wie zum Beispiel Weisheiten von Lumira. Stelle dir vor, wie aus deinen Handflächen eine Energie in das Wasser hineinfließt. Und diese Energie ist die Energie deines Herzens. Sie verbindet sich mit der Energie deiner göttlichen, ewigen Seele und das Wasser wird darauf programmiert. Der Parasitenkongress wird im November stattfinden und das wird eine wilde Nummer. 37 Experten sind erwartet, unter anderem Herr Klinkhardt, Frau Wiechel, die Pferdedoktorin Lessenich, Rüdiger Dahlke und die russische Heilerin Lumira, die uns schon mal erzählte, dass Zeckenbisse gesund wären. Was für ein toller Line-up. Es werden sicherlich viele wahre Worte gesprochen. Na gut, mit diesem Thema werden wir uns im November beschäftigen. Wer ist aber dieser Professor Thomas Rau? Dr. Rau legte schon früh seinen Fokus auf natürliche Therapien, insbesondere auf die Homöopathie und Ernährungsumstellung. Der Heilungserfolg seiner Patienten gab ihm recht. So einfach kriegt man heutzutage recht. Das klingt sehr fundiert und überzeugend. So studierte er bei den führenden Praktikern alternative Heilmethoden, unter anderem die der orthomolekularen Medizin, der chinesischen und ayurvedischen und der europäischen holistischen Medizin. Mit seinem Wissensschatz und der Erfahrung aus über 30 Jahren formte Dr. Rau seine eigene ganzheitliche Theorie der Heilung, die Schweizer biologische Medizin. Ich liebe Menschen, die eigene Heilmethoden entwickeln. Guckt mal euch an, was alles der gute Professor anbietet. Es gibt Infusionen, Ozon und natürlich auch Dunkelfeldmikroskopie und Eigenbluttherapie. Alles ohne Evidenz natürlich. Von Dr. Raus Grippeprophylaxe habe ich aber noch nie gehört.
Bei der Dr. Rouse Grippeprophylaxe handelt es sich um eine äußerst bewährte Strategie der winterlichen Infektprophylaxe, welche natürlich auch für die derzeitige Situation von Covid-19 geeignet ist. Seit Jahren, weit bevor Corona und Covid-19 aufkamen, wurde jedes Jahr zur Grippeimpfung aufgerufen. Viele Menschen wollten diese konventionelle Impfung aus verschiedenen Gründen nicht machen. So haben wir eine sehr wirkungsvolle Methode der Stimulierung des Immunsystems entwickelt, die wir dann eben Dr. Rouse Grippeprophylaxe nannten. Wir vertraten die Ansicht, dass für das Immunsystem geimpft werden müsse. Diese Immunisierung wird während der Winterzeit dreimal gespritzt, in jeweils circa zweimonatigen Abständen. Wir empfehlen, je einmal im September, dann im November und dann erneut im Januar oder Februar. Es kann aber auch später sein. Die Injektionen enthalten einen Mix an homöopathischen und isopathischen Mitteln und von Vitaminen. Diese Kombination bewirkt eine Stimulierung der Immunkräfte, vor allem der Makrophagen. Die Behandelten berichteten, dass sie keine Infektionskrankheiten gehabt hätten und deutlich besser als früher durch den Winter gekommen seien. Insbesondere hätten sie keine Grippe gehabt. Also eine einfache, kostengünstige und wirksame Therapie. Das hat mich so verblüfft, dass ich gleich eine E-Mail an Dr. Rau verfasste. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe auf Ihrer Webseite Informationen zur sogenannten Dr. Raus Grippeprophylaxe gefunden, die als Strategie der winterlichen Infektprophylaxe dargestellt wird. Darüber hinaus wird betont, dass diese Methode auch in der aktuellen Covid-19-Situation angewandt werden kann. Ich bin Mediziner und interessiere mich sehr für wissenschaftlich fundierte Therapieansätze. Da Ihre Prophylaxe eine Kombination aus homöopathischen und isopathischen Mitteln sowie Vitaminen enthält und insbesondere die Empfehlung ausspricht, sie auch in der aktuellen Corona-Situation anzuwenden, würde ich gerne mehr über die wissenschaftlichen Daten erfahren, die diese Behauptungen stützen. Gibt es unabhängige, peer-reviewte Studien, die die Effektivität Ihrer Methode belegen? Welche konkreten Wirkmechanismen sollen durch die Kombination der genannten Inhaltsstoffe ausgelöst werden und wie wird deren Effektivität gemessen? Wie stehen Sie zu der ethischen Verantwortung, dass das Bewerben einer Prophylaxe gegen Infektionskrankheiten ohne fundierte wissenschaftliche Belege als irreführend oder sogar als falsches Heilversprechen angesehen werden kann? Ich habe inzwischen sogar eine Antwort höchstpersönlich von Professor Rau auf diese Fragen bekommen und das werde ich euch ausführlich im nächsten Video zeigen. So werden wir aber mit diesem Video nie fertig. Ich muss mich jetzt also ein bisschen konzentrieren. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Professor Dr. Thomas Rau. Er ist Arzt und ja sozusagen Leiter des Biomed Centers in Sonnenberg in der Schweiz. Und ja, hat schon einige Jahrzehnte Erfahrung im Thema ganzheitliche bzw. biologische Medizin. Wir sprechen heute über das Thema Blutdruck, wo wir vielleicht auch noch ja, gewisse Zusammenhänge zu diesen Schwerpunkten, die ich gerade genannt habe, herleiten können, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich ist. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute dabei bist, lieber Thomas. Und ja, bevor wir in die Thematik einsteigen, sag uns doch nochmal was zu deinen Schwerpunkten, zu deinem, ja, zu deiner Arbeit, zu deinem. Na gut, ich schlage vor, dass wir zu dem eigentlichen Thema vorspulen. Vielleicht nur noch ein paar kurze Sequenzen aus seiner sehr langen Selbstvorstellung. Biologische Medizin geht auf das Individuum ein, geht auf den Menschen ein. Es ist eine wahre Kunst. Und ich betrachte mich als Künstler. Wer zu uns kommt, das sind im Allgemeinen Menschen, die halt eben schwierige Krankheiten haben. Meine Patienten sind schwierige Fälle. Jetzt kommt das Wichtige. Die heutige Medizin schwächelt daran, dass sie nicht dynamisch ist, dass sie die Schulmedizin auf die neuen Leiden, wie zum Beispiel Chronic Fatigue, wie zum Beispiel Fibromyalgie, wie zum Beispiel die chronische Lyme-Erkrankung, Borreliose, wie zum Beispiel die Post-Covid oder Post-Vaccine, also Long-Covid, all diese Leiden, und die sind einfach häufig heute, extrem häufig geworden, und die ganzen Komplikationen, die werden schlichtweg nicht behandelt.
Es stimmt zwar nicht ganz, da diese Krankheiten nicht extrem häufig sind, aber ich gebe ihm im Grunde genommen recht. Diese schwierigen Patienten gibt es definitiv und ihre Anzahl ist in den letzten 3 Jahren gestiegen. Das Medizinsystem in Deutschland kann diesen Patienten in vielen Fällen nicht helfen und sie fühlen sich häufig zu Recht im Stich gelassen. Wir wollen heute über das Thema Blutdruck sprechen. Was ist überhaupt der Blutdruck? Warum ist er so wichtig? Was spielt er für eine Rolle in unserem Körper, in unserem Organismus, auch für unsere Gesundheit? Der hohe Blutdruck wird genannt Hypertonie. Und du hast sicher gesehen, ich hatte einen Fernsehauftritt, Hypertonie, dein Freund und Helfer. So ein stigmatisiertes Aussage, die ich da gemacht habe. Jetzt kann ich das aber auch erklären. Der Blutdruck, also für uns jetzt wirklich ein einfaches Thema, Entschuldigung, wenn ich, das scheint arrogant, aber Blutdruck ist einfach etwas, das wird in 6 Wochen gut, wenn man die Ursachen angeht. Das kann sogar bei manchen Patienten stimmen. Aber ich bin sehr gespannt, welche Ursachen er benennen wird. Das sind Leiden, wo wir wirklich in relativ schneller Zeit von den Medikamenten meistens wegbringen. Was tun wir? Wir denken anders über den Blutdruck. Ja, ich sage immer meinen Schülern, wer anders handelt, biologische Medizin zum Beispiel, der muss anders denken. Und dieses andere Denken muss man verstehen. Also, wir haben einen Patienten, der hat einen hohen Blutdruck. Der Blutdruck braucht, also den Blutdruck braucht der Mensch, damit er überhaupt die Zirkulation hat, damit die letzte Kapillare durchblutet wird, das Hirn durchblutet, dass alle Organe durchblutet werden. Und dazu braucht es einen guten Blutdruck. Wenn die Durchlässigkeit der Gewebe, die Durchlässigkeit der kleinsten Arterien, der Kapillaren gut ist, dann brauchen wir keinen hohen Blutdruck. Dann strömt das Blut und durchwirkt den ganzen Körper mit einem anständigen, normalen Druck. Das ist zwar sehr vereinfacht erklärt, aber ich kann mitgehen. Fürs Laienpublikum ist das okay. Sobald aber die Kapillaren sich verengen oder die Fließeigenschaft des Blutes vermindert ist, sozusagen Leim in den Gefäßen statt flüssiges Blut oder Öl in den Gefäßen statt flüssiges Blut, ja, dann braucht es natürlich mehr Druck. Er sagte also, dass zu hohe Blutdruckwerte entweder durch eine Verengung der Kapillargefäße oder durch ein nicht mehr so flüssiges Blut entstehen würden. Das ist nicht ganz korrekt. Um das Problem besser zu verstehen, müsst ihr zumindest ein wenig Ahnung davon haben, wie der Blutdruck überhaupt reguliert wird. Das ist ein super komplexes Thema und kann sicherlich aus mehreren Blickwinkeln betrachtet werden. Man kann aber etwa 5 große Gruppen an unterschiedlichen Faktoren unterscheiden, die eine wichtige Rolle spielen. Und diese sind Herzfaktoren. Das Herz pumpt das Blut und beeinflusst damit den Blutdruck direkt. Dies wird als kardiales Output bezeichnet. Und Faktoren wie Salzaufnahme, Nierenfunktion und bestimmte Hormone können dieses Output beeinflussen. Periphere Gefäßwiderstände. Diese sind abhängig vom sympathischen Nervensystem und das sogenannte Renin-Angiotensin-System spielt auch eine Rolle, besonders in Bezug auf die Nieren. Nierenfaktoren. Die Nieren sind zentral für die Regulierung des Blutdrucks, besonders durch ihre Fähigkeit, Salz und Wasser zu regulieren. Humorale Faktoren. Verschiedene Substanzen im Blut können die Gefäßweite und damit den Blutdruck beeinflussen. Dazu gehören vasoaktive Substanzen wie Angiotensin II, das macht die Gefäße enger, und Stickstoffmonoxid, das macht die Gefäße weiter. Autoregulierung und Endothelfunktion. Die Gefäße können sich auch selbstständig verengen oder erweitern. Das Endothel, die innere Schicht der Gefäße, spielt eine Schlüsselrolle bei der Freisetzung von vasoaktiven Substanzen, die wir auch gerade genannt haben. Insgesamt ist die Entstehung von Bluthochdruck ein multifaktorielles Geschehen, bei dem mehrere Systeme und Mechanismen im Körper beteiligt sind.
Dabei gibt es auch eine Reihe von Mediatoren und Hormonen, die in die Regulierung eingreifen, sowie genetische und lifestyle-bedingte Faktoren, die das Risiko für Bluthochdruck erhöhen können. Ihr solltet euch nur merken, dass der Blutdruckwert durch ein Zusammenspiel von Herz, Gefäßen, Nieren und Hormonen entsteht. Von diesen Faktoren hat der Professor lediglich einen erwähnt, die verengten Kapillargefäße. Die rheologische oder Flusseigenschaften des Blutes spielen dabei keine Rolle. Würde sich das Blut eindicken und nur noch wie Öl fließen, käme es zu einer Thrombose und nicht zu Bluthochdruck. Er listet aber doch noch eine dritte mögliche Ursache auf. Oder die dritte Leistung, das ist jetzt pure biologische Medizin, das Gewebe, in welches der Sauerstoff dann kommt, die Zellen, die haben eine verminderte Penetrationsfähigkeit. Die haben sozusagen eine Sulze in der Gewebsflüssigkeit anstatt einer feinen Flüssigkeit. Und der Sauerstoff kommt schlichtweg nicht genügend durch. Und bei diesen Patienten wirken die schulmedizinischen Medikamente wirklich kein Dreck. Patienten, die statt einer ganz normalen extrazellulären Matrix eine Sulze im Gewebe haben, sind tot. Wenn ins Gewebe nicht mal Sauerstoff reindiffundieren könnte, würde dort nichts mehr gehen. In so einem Fall, der übrigens nicht existiert, wären hohe Blutdruckwerte das kleinste Problem. Ja, aber so meint er das vielleicht nicht. Er meint sicherlich, dass einfach weniger Sauerstoff ins Gewebe diffundieren kann und deshalb muss der Blutdruck steigen. Aber stimmt das wirklich? Muss ein niedrigerer Sauerstoffgehalt im Gewebe zwangsläufig zu erhöhten Blutdruckwerten führen? Wie könnten wir das überhaupt überprüfen? Es ist ganz einfach. Diejenigen unter euch, die schon einmal in großen Höhen waren, kennen das Phänomen. Über 3000 Metern wird die Luft spürbar dünner. In einer Höhe von 3500 Metern beträgt der arterielle Sauerstoffdruck nur 60% dessen, was man auf Meereshöhe hat. Das bedeutet natürlich auch eine ziemlich schlechte Sauerstoffversorgung des Gewebes. Was passiert also, wenn jemand, der normalerweise nicht in solchen Höhen lebt, einen Berg besteigt? Nun, der Körper reagiert auf diese verminderte Sauerstoffversorgung auf mehreren Wegen. Einerseits versucht er durch eine erhöhte Atemfrequenz mehr Sauerstoff aufzunehmen, andererseits kann es tatsächlich zu einem Anstieg des Blutdrucks kommen, um die Durchblutung und damit die Sauerstoffversorgung der Gewebe zu verbessern. Aber dieser Anstieg des Blutdrucks ist in der Regel nur eine vorübergehende Anpassung und kein Dauerzustand. Wenn man längere Zeit in der Höhe verbringt, passt sich der Körper an und der Blutdruck normalisiert sich wieder. Auf der Webseite des Swakon Krankenhauses in Kathmandu steht Folgendes. Forschungen haben ergeben, dass eine Exposition in sehr hohen Höhen von 5400 Metern innerhalb von 24 Stunden möglicherweise zu einem Anstieg des systolischen Blutdrucks um 14 mmHg und des diastolischen Blutdrucks um 10 mmHg führen könnte. Sie schrieben auch, je höher du reist, desto weniger Sauerstoff nimmst du mit jedem Atemzug auf. Der Körper reagiert darauf, indem er die Herzfrequenz und die Menge an Blut, also das kardiale Output, die bei jedem Herzschlag gepumpt wird, erhöht. Infolgedessen gibt es einen vorübergehenden Anstieg des Blutdrucks, bis der Körper sich an die niedrigeren Sauerstoffwerte angepasst hat. Eine akute Verschlechterung der Sauerstoffversorgung kann also vorübergehend zu leicht erhöhten Blutdruckwerten führen. Kann das aber die Ursache des klassischen Bluthochdrucks sein, der in der Regel über Jahrzehnte hinweg persistiert? Nein, das kann nicht sein. Der Zustand, den er beschreibt, wäre sogar dramatischer als mein Bergbeispiel. In der Höhe resultiert die schlechte Sauerstoffversorgung hauptsächlich aus der verminderten Sauerstoffkonzentration der Atemluft. Er spricht jedoch von einer gestörten Diffusion von Sauerstoff zwischen Blut und Zellen. Und das bedeutet, selbst wenn man diesen Menschen zusätzlichen Sauerstoff zuführen würde, könnte das Problem nicht gelöst werden, weil es ein Diffusionsproblem ist. Weder erhöhter Blutdruck noch zusätzlicher Sauerstoff könnten das kompensieren. In einem solchen theoretischen Fall entstünde ein neues Gleichgewicht zwischen Sauerstoffangebot und Verbrauch. Kurz gesagt, das betroffene Organ würde schrumpfen. Die Anzahl der Zellen würde so weit reduziert, dass sie gerade noch mit dem verfügbaren Sauerstoff auskommen könnten. Bei fortschreitender Verschlechterung würde das Organ zunächst an Funktionalität verlieren und schließlich sogar absterben, mit fatalen Konsequenzen für den Menschen.
Ich habe dieses Beispiel nur so ausführlich ausdiskutiert, dass ihr seht, egal wie man diese Sache dreht, es haut einfach nicht hin. Seine Theorie ist faktisch falsch. Wenn man die Grundlagen nicht versteht oder falsch interpretiert, kann daraus eine vernünftige Therapie werden. Das hat aber ja mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun. Wenn man so therapieren möchte, dann kann man einfach irgendwas essen, was man so findet und hoffen, dass das hilft. Und bei diesen Patienten wirken die schulmedizinischen Medikamente wirklich kein Dreck. Das heißt, jetzt kommt der Patient, kommt zu seinem Hausarzt oder noch schlimmer, also der Hausarzt wäre ja gut, wenn wir noch gute Hausärzte hätten, die werden ja systematisch unterdrückt in der heutigen Zeit. Es gibt ja kaum mehr gute oder es gibt kaum mehr wirkliche Hausärzte, die eben praktisch und menschenorientiert denken. Das ist eine ziemlich harte Aussage. Was versteht er wohl unter einem guten Hausarzt? Sollte der Blutzellen mit einem Dunkelfeldmikroskop angucken? Ich muss sagen, ich habe es ziemlich satt damit, dass Hausarztkollegen allgemein herabwürdigend bezeichnet und schlecht geredet werden. Warum? Was gibt einem Heiler das Recht, der übrigens nichts außer mehr als fragwürdige Heilmethoden anzubieten hat, über einen ganzen Beruf schlecht zu sprechen? Nachdem er uns klar zeigte, dass er nicht mal versteht, wie Bluthochdruck entsteht, wäre ich mit Kritik an anderen sehr vorsichtig. Der Patient geht dann zum, weiß ich was, Spezialisten und da wird ihm gesagt, hohoho, Juha, Sie haben zu hohen Blutdruck. Das muss man sofort mit Blutdruck senkenden Medikamenten. Sonst kriegen Sie einen Hirnschlag. Sonst wird dann gleich gedroht. Also kann man sagen, Bluthochdruck ist ein Schutzmechanismus oder ein Überlebensmechanismus des Körpers. Ein sehr, sehr intelligenter Mechanismus. Das ist ein super intelligenter Mechanismus. Eine gesunde und normale Regulation des Blutdrucks ist essentiell für unser Wohlbefinden. Natürlich steigt der Blutdruck bei Belastung an und sinkt, wenn wir uns entspannen. Das ist völlig normal. Bei einem gesunden Menschen variiert der Blutdruck zwischen höheren und niedrigeren Werten, je nach Situation. Manchmal sind höhere Werte sogar ein nützlicher Schutzmechanismus. Aber davon reden wir jetzt nicht. Wir reden über eine krankhafte, andauernde Erhöhung des Blutdruckwertes, der durch eine Fehlregulation entsteht. Wie wir ganz viele andere intelligente Vorgänge im Körper auch haben, zum Beispiel die Entgiftungsvorgänge in der Leber oder sagen wir, du isst was Schlechtes, isst ein schlechtes Fisch oder weiß ich was, und dann hast du eine Vergiftung, was merkt der Körper? Ups, der muss raus und macht Durchfall und Erbrechen. Das sind Regulationsvorgänge. Wenn man dann aber zum Spezialisten geht und der sagt, hohoho, sie haben ja Durchfall und haben Erbrechen, dann muss man Antidurchfall, Antiabrechenmittel geben. Und so ist das auch bei den Hypertonikern. Nur ist das ein Langzeitthema. Dabei sagt der Körper, ich brauche diesen hohen Blutdruck, damit mein Hirn genügend, damit meine Augen, der Messwert ist in der Niere. Die Niere ist ja ein ganz fein durchblutetes Organ, ein irrsinnig kapillarisiertes Organ. Und da sind die Messstationen für den Blutdruck, für die Notwendigkeit. Und wenn die Nierendurchblutung zu wenig ist, weil eben halt die Gefäße verpappt sind oder das Gewebe ist übereiweißt und ist wie eine Sulze statt eine Flüssigkeit, die Zellflüssigkeit, dann braucht der Körper, da sagt, ja, da brauchen wir aber mehr Sauerstoff, wir müssen den Druck steigern oder wir müssen den Puls steigern. Das, was er meint, ist im Grunde genommen richtig. Er erzählt es zwar auf einer sehr kompliziert und wirre Art und Weise, aber er meint letzten Endes nur, dass zu hohe Blutdruckwerte ein Symptom sind und man die Ursache behandeln sollte, nicht nur die Symptome unterdrücken. Mal abgesehen davon, dass er ja die Ursache des Bluthochdrucks an der falschen Stelle sucht und eine komplett falsche Erklärung dafür gibt, unterstellt er uns Medizinern, dass wir nur die Symptome behandeln würden, nicht aber die Ursache. Das sagen Alternativheiler übrigens sehr gerne, sie liegen aber damit natürlich auch falsch. Bluthochdruck ist ein extrem komplexes medizinisches Rätsel, wie ich euch bereits gezeigt habe. In den meisten Fällen, und damit meine ich bis zu 95% der Patienten, tappen wir im Dunkeln.
was die Ursache dieser Krankheit angeht. Ich möchte das nochmal ganz klar herausstellen. Wir wissen es nicht. Und damit meine ich nicht nur mich oder ein paar Kollegen, sondern die gesamte medizinische Forschungsgemeinschaft. Seit Jahrzehnten arbeiten Mediziner, Forscher und Wissenschaftler weltweit daran, dieses Problem zu verstehen, bisher allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Doch Nichtwissen im medizinischen Kontext bedeutet keineswegs, dass wir komplett ahnungslos sind. Dieses Nichtwissen meint, dass wir eine Menge kennen, aber eben nicht alles. Und selbst dieses fragmentierte Wissen ist meist mehr als das selbstsichere Halbwissen eines Alternativheilers. Was wir aber sehr wohl wissen, sind die Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer Bluthochdruckerkrankung erhöhen. Diese sind familiäre Neigung, Übergewicht, Bewegungsmangel, hoher Salzkonsum, hoher Alkoholkonsum, eine ungesunde Ernährung mit wenig Obst und Gemüse, Rauchen, Stress, höheres Alter und ein paar bestimmte Medikamente. Und jetzt stellt euch den typischen Bluthochdruckpatienten vor. Er hat einen stressigen Job, ist übergewichtig, bewegt sich wenig, ernährt sich schlecht, raucht zur Entspannung und kippt abends ein oder zwei Flaschen Bier. Klingt bekannt, oder? Das ist die traurige Realität. Und jetzt die Frage, was sollte man so einem Patienten raten? Die üblichen Dinge, entspann dich, verliere ein paar Kilos, iss mehr Obst und Gemüse, hör auf zu rauchen und reduziere deinen Alkoholkonsum. Aber wer setzt diese Ratschläge wirklich um? Irgendwann kommt aber der Moment der Wahrheit. Die nächste Kontrolluntersuchung steht an und die Blutdruckwerte sind schlecht. Was denn? Die magische Pille, die alles in Ordnung bringt, gibt es nicht. Und wenn lebensstilbedingte Änderungen nicht gewollt oder nicht möglich sind, was dann? Sollen wir einfach aufgeben? Nein, das tun wir nicht. Zum Glück haben wir in unserem Zustand des Nichtwissens hochwirksame Medikamente entwickelt, die in den verschiedenen Regulationsmechanismen eingreifen und den Blutdruck trotz aller Widrigkeiten senken können. Damit verringern wir das Risiko von Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Klar, in vielen Fällen könnte man theoretisch einfach abnehmen, nicht rauchen, Sport treiben und sich gesünder ernähren. Klingt super einfach, oder? Aber diese Änderungen würden nicht bei jedem helfen. Da wir die genaue Ursache für die Erkrankung bei vielen nicht kennen, gibt es keine Universallösung. Selbst wenn wir die genaue Ursache wüssten, wäre nicht gesagt, dass es eine einfache Lösung gäbe. Denk nur mal an Diabetes. Wir wissen darüber mehr als über Bluthochdruck, aber es gibt trotzdem keine Wunderpille, die die Ursache behebt und jegliche weitere Behandlung obsolet macht. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, Insulin zu verteufeln. Es ist eine symptomatische Therapie, die mit viel Bedacht und fußend auf einer soliden Evidenzlage eingesetzt wird. Es funktioniert nachweislich und zweifelsfrei. Insulin behandelt die Ursache der Erkrankung zwar nicht, wobei wir die Ursache einer Typ-2-Diabetes sogar in vielen Fällen kennen, Übergewicht, das kann aber der Arzt nicht behandeln. Das liegt in der Verantwortung des Patienten. Wie die weltweite Zunahme der Anzahl übergewichtigen Personen aber klar und deutlich zeigt, sehr viele Menschen haben kein Interesse an einer Behandlung der Ursache, wenn das Arbeit und Verzicht bedeutet. Darauf hat auch jeder ein Recht und wir Ärzte sind trotzdem verpflichtet, etwas für diesen Menschen zu tun. Aber ich will dann am Ende nicht den Aufschrei hören, dass wir Mediziner nur die Symptome behandeln würden. Ich hoffe, dass ihr mir entschuldigt, dass wir mit der eigentlichen Videokritik gar nicht so weit gekommen sind, aber ich denke, dass wir dennoch über ganz wichtige Themen gesprochen haben und ich hoffe, dass ihr etwas daraus mitnehmen könnt. Im nächsten Video machen wir mit den beiden Herren weiter und wir werden auch mal die Antwort vom Professor Rau auf meine Fragen analysieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Unterstützung. Wir sehen uns bald wieder.